So, meine Lieben. Schaut euch das an. Der Dunkle Lord und Simplicity Test zusammen. Jeweils der Dunkle Lord mit dem WA-Superwaffengeneral. Und Simplicity Test mit dem AP-Nuklear-General. Und Mütze und Deacon Frost zusammen in einem Team. Ich glaube, die beiden sind ein bisschen overpowered hier zusammen. Mütze mit IBG Undercover und Deacon Frost mit IBG Säure. Was wird da spannend? Wir schauen uns mal eben die Positionierung an. Also, der Dunkle Lord und der Simply Test zusammen in einem Team. Hier haben wir den Dunklen Lord ganz links. Vorne ist die Simply. Und hier oben haben wir Deacon zusammen im Team mit Mütze. Der hier ist. Die beiden mit den IBGs. Die anderen mit jeweils WA und AP. Ich bin mal gespannt, wie das hier abgeht bei den beiden Teams. Könnte sehr, sehr interessant werden. Die Map lief bisher immer stabil. Das Besondere haben wir ja hier. Diese schöne Burg. Das ist die Cutter-Burg. Die Cutter-Castle hier. Meine Lieben. Ich wünsche mir hier immer noch eine Fahne oben drauf mit dem Cutter-Symbol. Mit dem Logo. Ich würde das feiern. Ich feiere unwahrscheinlich die Fanmakes von der Community. Also ich sag's ja immer wieder, wenn jemand ein Projekt veröffentlicht oder so, ich supporte da ja total gerne. Ich supporte auch die Streamer, die Echtzeitstrategie-Spiele streamen. Also für diejenigen, die mal gerne einen Raid haben wollen oder auch mal ein bisschen Support, meldet euch einfach bei mir und seid auch rechtzeitig online, wenn ich mal einen Raid vergebe. Denn wir wollen uns groß connecten hier im Echtzeitstrategie-Genre. Traut euch. Und schaut mal hier. Da ist nämlich der Deacon auch schon. Hier. Und der Simple. Ich bin mal gespannt, was der Deacon macht. Ja, aber Simple und Mütze spielen ja nicht zusammen in einem Team. Die spielen ja gegeneinander. So, die Mitte wird durch Deacon geclaimed. Erwartungsgemäß. Hier auch. Und auch hier. Ja, Luca, da bist du. Du bist herzlich willkommen bei uns. Komm einfach zu uns auf dem Discord-Server. Die Leute, wir brauchen Frischfleisch. Ihr werdet Spaß haben hier, versprochen. Oh, 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 oh. Deacon wieder mit einer harten Line hier. Aber auch der Simply gesellt sich hinzu. Genau, kommt auf unser Discord. Die beißen auch nicht. Nee, sie beißen. Nein, hier beißt niemand, meine Lieben. Wir helfen euch auch bei technischen Problemen, meine Lieben. Und danke fürs Teilen, Luca. Leute, 57% der Likes haben wir voll. 26.000 und knapp 800 Coins. 1.000. Ihr seid echt der Wahnsinn, Tiki und Toki. Und auch Twitch wieder wahnsinnig supportet heute. Vielen, vielen Dank. Im Übrigen, weil es ja noch so ruhig ist, ab Freitagabend kommt jeden Freitag meine Let's Plays. Die ersten werden noch relativ kurz sein, weil die Missionen noch sehr kurz sind. Aber ihr kriegt jeden Freitag Let's Plays bei YouTube veröffentlicht, die ihr euch anschauen könnt. Es wird in Zukunft auch noch deutlich mehr. Ich werde ein bisschen in Let's Plays einsteigen, gerade für Echtzeitstrategiespiele werde ich auch viele neue Kracher zeigen. Lasst euch das gesagt sein. Oh, oh. Hier in der Mitte wird's knallen. Danke dir, John, für deinen Follow. Und hier unten knallt schon im ersten Gestüb. Zwischen Mütze und den Simply. Ja, da muss er aufpassen. Nicht, dass er hier der Mütze, beziehungsweise der Simply hier seine Trucks verliert. Oh, und hier vorne wird's gleich krachen. Cooldown ist gleich um. Und guckt euch das an. Hier knallt's.
Simply und Dunkler Lord sind hier auch schon vorne, aber Deacon macht sich richtig, richtig breit. Und auch hier wird es gleich echt krachen zwischen Simply und Mütze. Und Deacon ist auch da mit drin. Das darf man nicht vergessen. Guckt euch das mal an. Der wird hier alles durchschicken. Wir gucken mal eben an, was Deacon hier schon am Bauen ist. Ah, noch zurück. Ist hier auf Forwarding hier gerade extrem unterwegs. Und hier haben wir die ersten Skorpione. Hier schon in den Weg finden. Oh, oh, oh! Eieiei, ei, ei, die Einsatzzone ist weg. Und der Flieger auch. Jungs, was los? Und hier geht's los. Da der erste Angriff jetzt von Deacon. Der wird aber auf mehreren. Ja, oh, der geht auf mehrere Baustellen. Deacon haut hier schon wieder richtig rein ins Rohr. Und Deacon wird wahrscheinlich die Ländereien hier für sich beanspruchen. Das wird immer heftiger. Auch hier oben hat er zugelangt. Wir können gar nicht schauen, wie schnell er gerade die beiden rausnimmt. Ich sag ja, eigentlich hätte der Deacon alleine spielen. Das sind alle gegen Deacon. Ich glaube, das wäre nochmal. Es sollte es hier schneller gehen. Hier gleich vielleicht nochmal eine Abschiedschallenge. Was meint ihr? Alle gegen Deacon? Und hier Mütze unterwegs. Wehrt sich. Oh, oh, Deacon kommt immer weiter voran. Das werden wir Deacon gleich mal fragen, ob die Bock haben. 3 versus Deacon, genau. Wäre ich fast dafür. Und Jack, ja klar. Wortwörtlich, guck mal was Jack sagt. Ja. Wohl wahr, wohl wahr. Und immer weiter rein hier. Und Simply ist gleich hier rausgenommen, weil jetzt zusammen Mütze und Deacon an der Front. Oh, 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 oh. Gehen wir davor. Und hier oben auch. Mit den Rockets so langsam auf dem Weg. Oh, oh. Und hier wird schon verkauft. Und da neu gebaut. Komm, ja, Blechbubi, die Frage ist, ob er hier tatsächlich noch deffen kann. Simply hat auch noch kaum Geld. Aber die Rocket Buggies knallen hier ordentlich rein, hier beim Dunklen Lord. Danke dir, Furi, für dein Follow. Und der Aurora-Bomber, der versucht nochmal hier zu verteidigen, aber das wird nix. Die Patriot ist gleich auch weg. Und guckt euch das mal an, wie so eine Plage zieht sich das hier rüber. Ja, Leute, ich will ja Deacon gleich mal fragen. Ich hätte da noch Bock. Also das eine Spiel, alle gegen Deacon. Da hätte ich noch mal Bock drauf, 3 gegen Deacon. Wenn er Bock hat. Und ja, hier kommen die Feelingsgeschütze rein mit den Rocket Buggies und mit den Rockets. Und direkt auf die Aurora-Bomber. Instant down. Ah, hier oben sind noch ein paar Gebäude. Oh, guck mal, hier, Dunkler Lord macht sich da breit. Mal sehen, ob die das
Oh, rechtzeitig sehen. Und die Feelingsgeschütze machen's. Hier die Rockets. Und Simplicity Test ist raus. Der erste von zweien. Er wurde gedeaconed. Und, oh, da nochmal der Drop hier. Oh, da werden Granaten geworfen. Boom. Ah, die tun weh. Ja, jetzt verteilt er der Mütze sie. Und jetzt kommt die Verstärkung. Aber Dunkler Lord wollte nicht aufgeben. Er kam jetzt auch gerade wieder an Ressourcen ran. Nicht auf. Gut ab. Und das ist das GG für Team Deacon Mütze. Und wir gucken uns die Stats mal an, meine Lieben. Ja, Deacon, ja, so leicht wohl auf, wieder auch Mütze. Ah, vielleicht ein unfaires Match, aber ja. Matchen da. Wir fragen die mal, ob wir nochmal ein 3 gegen 1 machen.